Wunsch an einen guten Namen gehabt. Schön, dass ich hier auch habe. Geschätzte Unverwandte, geschätzte Verwandtinnen, liebe Eltern, Bekannte, Familienangehörigen, liebe Lehrmeister. 3 Jahre ist es. Vor 3 Jahren bin ich hier von dir gezogen. Ich habe gespannt gewartet, bis ich endlich mein Zweitkennzeugnis entgegennehmen darf. In dieser Zeit, in diesen 3 Jahren, habe ich sehr viel erleben dürfen, sehr viel Erfahrung dürfen sammeln und auch Erfolge dürfen bringen. Gerne würde ich euch jetzt ein paar von den Erfolgen, Erfahrungen und Erlebnissen, die ich dürfen machen durfte, erzählen. Angefangen hat es schon in der Woche, im Bergen, in Zischow. Ich habe dann im 2. Lehrjahr Lehrungswettbewerb mitgemacht und den Erfolg gewonnen. Und das war eigentlich so das, wo die Leidenschaft und das Feuer in mir gefacht hat. Ich habe nach der Lehre meine erste Stelle angenommen in Bern, in Milsons. Ich habe dort auch sehr leidenschaftlichen Chef gehabt. Er hat auch verschiedene Wettbewerbe mitgemacht und hat mich bei dem, was ich vorab gehabt und unterstützt. Ich habe mich entschlossen, mich auf den Wettbewerb anzumelden. Unter anderem war die Lagusine schön, von Schweizer Flash und auch von der Schweizer Meisterschaft. Ich habe mich beworben, trägt ein wenig aufwendiger als der andere. Die Schweizer Meisterschaft ist wirklich ein ausführliches Dossier verlangt worden mit allen Bewerbungsunterlagen, das Eigenkeitszeugnis, aber auch Referenzen und Motivationsschüler. Ich bin dann direkt voll mit zugekommen. Ich bin auch als persönliches Gespräch eingeladen worden, wo wirklich alle Bewerbungsmenschen ausselektioniert wurden. Und schlussendlich für das Finale, also für 2 Wochen, der Schweizer Meisterschaft zugekommen. Gleichzeitig bin ich auch in die Schweizer Flash zugekommen. Ich habe ein bisschen schön. Bei den Wettbewerben sind eigentlich fast in 3 Wochen. Es war im September 2014. Verlagt ist worden bei Schweizer Fleisch ein Teller, ein Hochgang. Bei mir war die Vorgabe, dass ich aus Bulle verwende, Schweizer Bulle. Und sonst bin ich recht reisen, ich habe für 4 Personen müssen kommen. Recht einfach, da können wir alle Wettbewerb halten. Bei der Schweizer Meisterschaft ist mehr verlangt worden. Es ist eigentlich unter 4 Tagen ausgewählt worden, wer das Schweizer Meister wird. Es hat das Viertelfinale gegeben, das Halbfinale und das Finale. Und an jedem Tag hat man das alles neu müssen kochen. Es ist im Viertelfinale und im Halbfinale eine Warenkorb zur Verfügung gestellt worden, mit verschiedenen Produkten, und wir haben Vorgaben gehabt, wie es mal aus aussehen. Zusätzlich haben wir auch ein bisschen Überraschungsprodukte eingebaut bekommen, die wir spontan einsetzen. Zurück zum Schweizer Fleisch. Das war eine Woche vorher. Es war eine Zapf. Wir sind dort mit dem Milsons, den ich gearbeitet habe, sowieso vertreten. Wir haben das schon noch mitgemacht. Und dadurch habe ich den Vorteil gehabt, dass ich dort schon eine Woche zur Verfügung hatte und ich dort noch ein bisschen den letzten Schritt machen konnte, um mich auf das vorbereiten können. Was ich alles durfte bringen. Nein, dort bin ich gegeneinander gekocht. Wir waren 4 Finalisten. Und am Ende des Tages haben wir festgestellt, dass ich dort gewonnen habe. Ja, ich war recht überrascht. Ich habe erst nach einer Wettbewerbung gemacht in der Schule. Und das hat mich doch ein bisschen mehr motiviert für die Schweizer Meisterschaften. Weil ich auch gesehen habe, dass ich das Potenzial dazu habe. Eine Woche später, in der Schweizer Meisterschaft, bin ich auch angetreten, 4. Mal. Ich glaube, morgen um die 5 Uhr habe ich aufgestanden. Ich war bei der Expo gewesen, in einer grossen Halle. Eine riesige Sache. Eine riesige Bühne ist aufgestellt. Sven Eppen hat moderiert. Gigantisch war es. 5 Gänge haben wir am Wochenende an diesem Tag. Produkt und alles ist sehr stark zur Verfügung gestellt worden. Wir haben also nicht genau gewusst, dass wir eigentlich zur Verfügung haben. Und alles, was uns zukommt. Und ja, da haben wir durchgekämpft. Wir waren 60 an diesem Tag. Und schlussendlich
Klassensieger geboren worden, hat direkt vom Viertelfinale ins grosse Finale geholt, aber drei Tage später ist es. Im Halbfinale ist dann der andere, der ist Zürich verlangt worden, ein anderes Zürich, haben wir zugetaten, aber grundsätzlich das Gleiche. Im Finale sind wir dann unter 6-17, dann ist es dann ein anderes abgelaufen. Wir hatten am Abend vorher eine Sitzung mit allen zusammen und sie haben uns den Druck erst eigentlich Vorgaben gegeben, wo sie sehr lange kochen und der Warenkorb von mir innerhalb von 6 Stunden. Wir müssen das neu schreiben und die ganzen Bestellungen und alles müssen angeben. Wir hatten dann eigentlich die ganze Nacht zur Verfügung gehabt. Wenn wir etwas haben, was wir testen, haben wir es dürfen. Wir haben aber auch dürfen machen. Und am Sonntag, am grossen Tag, ja, mehr oder weniger alles kaputt, ein bisschen erschöpft. Dann mehr nervös oder weniger. Und da haben wir dann wirklich gesehen, wer kann kochen oder wer hat einfach nur trainiert. Und kann nicht spontan auf etwas eingehen. Ja, auf jeden Fall Abschlussfeier am Anfang. Ein riesen Anlass war im Postbüro-Salino. Riesig. Und ja, dann ist das gestanden. Ich habe den Mann gewonnen. Ja, ich habe es nicht erwartet, wirklich. Wir sind das dritte. Wir sind die erste Füße aufgerufen worden, sind dann in die Bühne gezogen worden und haben müssen reinlaufen. Wir haben wirklich nicht gewusst, wer jetzt gewonnen hat. Allerdings ist es schön gewonnen, ich schon nach wie sind wir schön besiegt, wenn man das so darf sagen. Und ja, durch das habe ich wirklich auch ein bisschen Wahrheit gehabt und es hat tatsächlich gewonnen. Von dem Moment an hat sich eigentlich recht viel gedreht in meinem Leben. Ich habe mich qualifiziert für die Weltmeisterschaft, ich habe mich verpflichtet, dorthin zu gehen. Und habe eigentlich recht schnell ein bisschen zu trainieren dafür. Ich habe meine Stelle müssen können in Bern. Ich habe die Wohnung müssen können. Und bin eigentlich einen Monat später schon mit einem Kollegen vom Serviceleute gekommen, Richtung Heimat geflogen. Sie haben uns dann eine Stage organisiert. Wir sind 7 Wochen in Thailand, in einem guten Hotel im Norden. Wir haben dort die Woche mit dem Service arbeiten dürfen, Kultur lernen. Und wie es halt dazu und her geht. Die Weltmeisterschaft ist nämlich 36 Länder. Sie antreten uns in der Kultur, also in der Woche. Und bei diesen 36 Ländern hat jedes Land aus der Schweiz gut. Und so hat man natürlich eine extrem internationale Jury mit extrem verschiedenen Geschmäckern. Und das haben wir verschiedene Stationen durchlaufen, um möglichst gut auf den internationalen Geschmack hineinzugehen. Nach den 7 Wochen in Thailand bin ich zurückgekommen, habe wirklich ein Bücher voll mit Rezepten, das habe ich sehr viel lernen auch über Kultur. Ja, man ist natürlich mit den Jüngsten unterwegs, mit denen, die arbeiten. Und man sieht da andere Sachen, als man als Tourist sieht. Und das ist grandios. Ich bin zurückgekommen, bin angefragt worden nachher, ob ich auch Kohle machen will. Ich bin Kohle Koch, Kaffee, der Kohle Wort. Hat er natürlich zugesagt. Und dann ist es losgegangen mit denen. Wir haben 6 Mal trainiert, es ist immer 10 Tage gegangen. Immer auf dem Mittag sehen wir sie geschickt, das heisst, wir sind um 4 Uhr nachts aufgestanden und haben gekocht. Sehr intensive Zeit, aber wirklich auch lehrreich. Der Goldie Koch von Kati ist Goldie Koch 2 geworden, als Jüngste mit Abstand. Und ich habe den Titel als bester Komiker empfangen. Nach dem Wettbewerb ist es mir wieder gegangen. Ich bin wenige Wochen später auf Dänemark geflogen, allein. Ich habe dort 3 Wochen in einem der besten Restaurants der Welt arbeiten, in Gerani. Er ist eigentlich bekannt dafür, dass er 3 Mal am Bobby Store Mondiale gemacht hat. Er hat alle Regeln kennen, Gott sei Dank und Rose. Er hat dieses Jahr sein Sterben bekommen. Wirklich eine riesige Erfahrung.
jetzt aber schon wieder weitergegangen. Ich habe noch ein, zwei Wochen in St. Gallen verbracht. Mein Coach ist der Geschäftsführer von Hotel- und Gastinformation in St. Gallen. Und für das habe ich dann die ganze Woche verbracht, um zu trainieren. Nach ein paar Wochen ist er weitergegangen, ich bin auf Brasilien, wo dann auch die World Skills Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Habe mich dort ein bisschen in die Kultur einleben, in die Zustände, die dort herrschen und Bedingungen gehalten haben, und mich dort mit der Lebenszeit auseinandersetzen. Von dort war ich wieder in einem der besten Restaurants in Dom, bei Alex Alcala. Er ist in Südamerika wie so der Koch. Und ja, ich habe es dann wieder verwendet, es geht schon unter dem Milchprodukt. Es ist einfach grundsätzlich alles anders, als wir kennen hier. Das Mehl ist anders, es ist einfach total andere Voraussetzungen. Nach den 5 Wochen in Brasilien bin ich zurückgekommen. Mittlerweile sind auch meine ganzen Vorgaben bekannt gewesen für Völkskills in Brasilien. Ich habe auch ich konnte darauf los trainieren. Insgesamt habe ich wirklich 8 Wochen trainiert. Und Wochen haben wir ja auch noch frei gemacht. Aber wirklich intensives Training, ich musste herausfinden, was ich machen wollte. Ich musste meine Linie finden und auch davon alles schauen, also den internationalen Geschmack, den ich erlernt habe. Und extrem viele Vorgaben im Auto gehabt und hat einfach keine Werte genommen. Der wird einfach gesucht und es geht darum, gedrückt. Wir haben alle sind von der Schweizer Meisterschaft, sind eigentlich in einem Swiss-Team zusammen gewesen und wir haben auch mehrere Team-Events gehabt. Wir haben Physiotherapeuten im Team gehabt, wir haben einen Mentaltrainer gehabt und sonst noch ein Team wieder. Also wirklich extrem gut organisiert und mit denen haben wir irgendwie Wochenende verbracht, wo sie uns auf das geschult haben und er auf uns zukommt. Nachher ist es losgegangen. Im August sind wir zusammen als Team 50 Leute mit den Flügen rüber nach Brasilien. Wir sind dann eine Woche ins Flügelcamp, haben uns ein bisschen akklimatisiert, das letzte Vorbereitung getroffen. Ja, und nachher ist es losgegangen. Insgesamt 1200 Kandidaten haben mitgemacht an diesen Wurzeln. Aus überall Welt. Es waren gegen die 50 Bücher, die vertreten waren. Und das Tag ist eigentlich auch angeboten für die Schweizer Meisterschaft. Es waren auch 4 Tage, wo wir müssen kochen. Nur mit dem Unterschied, dass halt einfach alles zusammengezählt hat. Es hat keine Bücher genau am Tag gegeben. Also, man drückt sich ein Zusammenzählt vor, über die mehreren Tage. Schlussendlich, ja, mir ist alles gut gegangen. Ich bin extrem zufrieden mit dem, was ich dort anliefern konnte. Es war nicht mehr einfach, aber doch war wirklich alles, die Qualität ist nicht wie wir es nicht kennen. Und durch das hat man halt müssen können improvisieren. Und das ist mir nicht gelungen. Und ja, es wird mir eindrücklich. Ein Tag darauf, durch die Ankündigung, die war in einer riesen Aufnahme. Man muss sich vorstellen, die haben 1200 Kandidaten, 1200 Experten und extrem viele Zuschauer, die sonst angereist, also bekannte, verwandte und Presse. Dort haben sie eine riesen Show geboten, gewaltig. Und ja, schlussendlich habe ich den Schweizer Weltmeistertitel dort gegeben. Ja. Es ist eine extrem gute Sache, die zusammen sind. Ich habe Punkte angeschaut. Also es sind wirklich die vier Punkte, die jetzt eine Reihe unterscheiden. Wir sind dann nachher weggereist, das ganze Team, mit einem Zwischenstopp in Rio. Wo wir uns noch 14. Muss auch sein. Und dann haben wir in Zürich und die nächsten Runde daraus waren die Ärzte-Stimme für mich. Ich habe recht viele Anfragen bekommen, bei ein paar Zeiten gestanden. Ich
ist ein bisschen ungewohnt gewesen. Aber ich habe es überstanden. Ja, und dann im November bin ich wieder eingestiegen in mein normales Arbeitsleben. Ich habe angefangen, ich war dann auf Wiesbaden, dieses Jahr auf 10. Und dann bin ich jetzt seit 8 Monaten wieder normal am Arbeiten. Habe mich aber jetzt schon für mehrere Wettbewerbe angemeldet, also mit dem Marvin Jansen zum Beispiel. Und jetzt sind wir fest in 10 Jahren. Ich bin seit dem Jahr in der Informationsmannschaft, wo wir mit dem ESI für Werbung, nach Kolumbiade. Und da ist auch noch mal mit der Einführung zum Chef gekommen. Das ist doch das, was in Zukunft merkt. Und das heißt jetzt hier. Besten Dank. Thank you.
Applaus für alle, die heute da sind. Ja, weil es sind
Sprache, vielleicht mal mit den Bucheangestellten und Hotelangestellten, Fragen machen auf der rechten Seite, die Gruppe wäre in der Region. Stell dich mal auf. Ja, recht, das ist nicht. Wenn Sie das
Und schon jetzt kann man spielen bei uns ins Dorf. Sabrina Stucker. Daniel Elena Wiese, Restaurantmütig und Fahrer. Warte, ich schnell, dann komme ich auf dich.
Spogliarum.
Pizza, Restaurant Röhe in Rösch. Mit dem Nicola macht das Sportliche aus Burgdorf. Mein Mann Pauli hat sich auch froh gesehen. Michaela Fluger, Anzeige nach der Review. Thank you.
Simon Winzerin, Gaststoff Bern, Fuzzi-Stoff. Jetzt kommen wir schon zu den Rennen. Jetzt ist es so bei den Köpfen und Köpfen, es gibt keine. Oh, ja. Wie das ist das Entschuldigung. Dann kommt der Rennen, der ist sehr. Wir fahren weiter mit Katrin Zog, der im Amsterdam, einem der Auto. Mit dem neuen Lebensabend. Thank you.
Tobi sind auch noch von unserer Seite her ganz herzliche Gratulation. Und ja, viel Durchhalten und Mögen im kommenden Berufsleben, das auf euch zukommt. Und auch viel Spass. Mit Herzen und Dank.